Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal ein bisschen Remix, allerdings nur eine Instanz quasi, denn in diesem Video soll es darum gehen, was ihr konkret noch zu Remix, bis es vorbei ist, wahrscheinlich geboten bekommen werdet. Wir haben jetzt hier, das hatte ich ja, oder wer länger dabei ist und die ganze Reise ein bisschen verfolgt hat, der wird wissen, dass ich den Schurken noch hochspielen möchte, auf jeden Fall. Dass ich diesen Monk hier noch hochspielen möchte, auch auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen Dämonenjäger, der mir noch fehlt. Der auch, auf jeden Fall. wenn das getan ist, dann hätten wir quasi alle Klassen, die es aktuell gibt, auf Level 70. Und das ist zumindest für mich immer mein, ja, Minimalziel. Wenn ich in ein neues Addon gehe, möchte ich zumindest im alten Addon alle Klassen, die es gibt, auf Max Level haben. Nicht, weil ich sie meistens spiele, sondern hauptsächlich, weil... Keine Ahnung, wenn das neue Addon losgeht und ich habe beispielsweise Bock, das kann dann immer sehr stark variieren, Klasse XY zu spielen, aber ich habe sie nicht auf 70 und muss erst noch irgendwie hochleveln, dann nervt mich das immer. Dementsprechend werden wir da auf jeden Fall noch was tun und dann habe ich alle auf 70, wobei ich glaube, bei den Klassen jetzt wäre es nicht so wichtig, außer dem Monk. Der macht ziemlich Spaß und der hat in der Alpha von The War Within ebenfalls ziemlich Spaß gemacht. Also das könnte eine Klasse sein, wo ich sogar sagen würde, auch wenn ich nicht so gern Melee spiele. Aber unter Umständen sehen wir den, oder seht ihr den, vielleicht, dann relativ früh im neuen Addon. Aber das müssen wir mal schauen, wie es ist. Ansonsten noch Schurke und Dämonenjäger offen. Und das sind jetzt Specs, die werde ich wahrscheinlich so schnell nicht spielen. Vor allem nicht den Schurken, weil, ne? Das ist, glaube ich, das Thema, was sich durch den Kanal zieht. Da kann man jetzt sagen, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, dass ich auf Monk, auf Schurke in der Regel so gar keinen Bock habe. Also das ist wirklich so ein Spec, wo ich sagen muss, brauche ich nicht. Aber we will see. Jetzt schauen wir nochmal, was müssen wir hier skillen. Himmelsberührung. Die Reichweite von Tigerklaue auf 10 Meter. Ja, okay, gönn. Wobei ich jetzt sagen muss, das ist eigentlich auch schade. Ich habe mir kaum die Talente durchgelesen zuletzt, was ich hier so habe, weil das doch sehr, sehr schnell geht. Jetzt auch hier in dem kurzen Dungeon wieder zwei Level gemacht. Das ist ziemlich huge. Im Sinne von, man kommt halt echt sehr, sehr schnell durch und hat dann nach einem Dungeon irgendwie 4 Talentpunkte, die es zu verteilen gibt. Und dann baller ich die einfach durch. Okay, noch weiße Tigerstatue, das wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Lil. Aber nun ja, man lernt nicht aus, sage ich euch. Man lernt nicht aus. Tatsächlich der Monk, auch ein Spec mit ziemlich vielen Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Klassen. Also wenn ich jetzt hier schaue, was ich hier alles in der Leiste habe im Vergleich zu anderen Specs, ist das doch relativ ordentlich. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal behaupten, für einen Melee ist die Klasse ziemlich cool. Weil sie sich... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... spielt sich doch ein bisschen anders als diese typischen Dinge. Und ich mag es, dass er sich relativ schnell spielt. Deswegen komme ich an so Klassen wie Krieger nicht so ran. Da ist mir es teilweise ein bisschen zu lahm. Aber ich kann nur sagen, Monk, durchaus eine Klasse, die man mal austesten kann. Wenn man da Bock drauf hat. Wobei, man sollte Bock drauf haben, wie bei so ziemlich allen Klassen. Sonst ist das wahrscheinlich in einem Spiel relativ witzlos, wenn man sich mit irgendwas aufhält, worauf man keinen Bock hat. So, damit sind wir beim Endboss. Jan Zu, der Dekantierte. Den klatschen wir jetzt auch noch schnell an die Wand hier. Batz. Sollte wahrscheinlich relativ schnell sterben. Damage. Wie gut oder schlecht der jetzt ist, kann ich halt überhaupt nicht einschätzen durch das ganze Remix-Gedönse.
Aber wir haben auf jeden Fall den Dungeon durch. Da will sogar noch mal einer queuen, aber da muss ich jetzt sagen, nee, da sind wir jetzt erstmal kurz raus an der Stelle. Sind jetzt Level 55, das ist gut. Der ist schon mal zumindest fast am Ziel. Der Schurke, habt ihr ja gesehen, der ist jetzt noch nicht so hoch. Und der Dämonenjäger ist noch niedriger. Da reden wir von Level 11. Also da kommt noch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Deswegen, das ganze Gedönse hier in Remix ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Und ich muss mal wieder ein bisschen mehr Motivation finden, mich dem zu widmen. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Netter Nebeneffekt. Durch Remix ist zumindest der Abenteuerführer oder das Reisetagebuch hier fast gefüllt. Das ist eine gute Sache. Und dann können wir uns jetzt noch, bis das Addon erscheint, ganz entspannt und gechillt den restlichen beiden Klassen dann widmen. Oder, ne, eigentlich sind es ja jetzt drei. Was ich dann noch wahrscheinlich machen werde, weil ich Bock drauf habe, ich habe ja jetzt die Chars alle als Ali gespielt, weil ich gesagt habe, Alis hatte ich gar keine auf Max-Level und das geht ziemlich einfach, das finde ich cool. Dann haben wir Night Elf, Warg, nochmal, nee, lichtgeschmiedete Drenai, Gnom und dann nochmal Night Elf gezwungenermaßen. Ich glaube, was ich noch gern hätte, weil ich die Klasse ziemlich cool finde, ist eine Void Elf. Die sehen irgendwie nice aus. Also da könnte es sein, vielleicht jetzt dann mit der reduzierten XP, die man braucht, gibt es vielleicht noch einen Magier hinterher oder so. Irgendwie sowas. Mal schauen. Oder nochmal einen Hunter. Das könnte auch passieren. Wir werden sehen. Damit danke an euch fürs Zusehen. Und ja, ich bleibe dran. Es wird weiter gelevelt. Und jetzt mit Tageslend sind wir weitestgehend durch. Deswegen kommt dann eher nochmal ein bisschen mehr Remix. Von daher, wer da Spaß dran hat, der darf sich drauf freuen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.